Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stealth Bastard. Wir steigen gleich ein mit einem, ich würde mal sagen, grafisch ziemlich ungewöhnlichen Level. Was zur Hölle muss ich machen? Ich glaube, ich sterben. Ich würde gleich mal loslegen damit, dass ich versuche, den Schatten dieses Dinges hier irgendwie auszunutzen und hier nach dort abzuhauen. Wow. Das scheint ein sehr actionreiches Level zu sein. Hilfe, 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 Hilfe. So? Aha. Gut, das ist wirklich ein kurzes Level, das haben mir die Zeiten schon gesagt. Ich würde jetzt hier mal auf Anhieb 2 Sterne geben, weil mich das doch eher irritiert hat als erfreut. Aber ich werde es gerade nochmal probieren. Ich bin nämlich gerade daran interessiert, zu gucken, wie schnell kann ich denn so ein Level schaffen. Die kürzesten Zeiten liegen bei um die 10 Sekunden, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Schnell weiter, durch, durch und hier durch und hier durch. Und Vorsicht mit der Kamera, hier drüber springen, hier runter und nach links und Level geschafft. Jawohl, geschafft in 15 Sekunden 10. Ich bin auf Platz 8. Okay, vielleicht ist es nicht so häufig gespielt worden. Keine Ahnung. Gap in the Star. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir fangen erstmal an mit einem Schalter. Oh mein Gott. Ah, ich verstehe ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben eine Sternform, brauchen ungefähr 5 Jahre für jeden Schalter und müssen gucken, dass wir irgendwie von Schalter zu Schalter kommen. Gut, das hat schon mal nicht viel gebracht. Komme ich hier irgendwie hoch? Wow. Wie darf ich denn hier hochkommen? So vielleicht? Oh mein Gott. Wenn ich dieses Level immer von vorne beginnen muss, dann ist es jetzt schon für mich gestorben. Sonst hat es noch eine kleine Chance. Okay, ich werde mal versuchen, wenn der Laser links so ein bisschen weggeht, hier erstmal so ein bisschen höher zu kommen. Dann hier drauf und nicht zerquetschen lassen. Ich finde das Level-Design ja ganz interessant. Aber das Design alleine verheißt ja noch nicht unendlich viel Spielspaß. Und dass die Top-Zeiten hier bei 5, 6 Minuten liegen, finde ich auch eher gruselig momentan, aber was soll's. Oh mein Gott, was? Kann ich da nicht drauf stehen? Auf diesen kleinen Monitoren? Dann müsste ich ja jetzt ewig warten. Ich kann hier nicht drauf stehen. Gut, das heißt, ich kann... Kann ich vielleicht gerade noch so darüber... Oh nein. Komm, ich habe eigentlich nicht den Wunsch, dieses Level jetzt durchzuspielen. Ich weiß auch nicht, was dieser Schalter da bringt. Ich werde mal versuchen, ich werde mal eine Runde vom Stern abwarten und gucken, ob ich in die Mitte vom Stern irgendwie gelangen kann. Vielleicht sollte ich gucken, dass ich irgendwie nach unten komme. Und den rechten Schalter da zuerst drücke. Offenbar muss ich was? Ich muss 10 Schalter drücken? Das wird die helle Freude. Vor allem, wenn ich nirgendwo stehen kann. Okay, ich versuche jetzt mal nach links, also über hier, hier links wieder nach unten zu kommen. Wenn mich der Stern lässt und dann den Schalter rechts unten zu drücken. Das ist jetzt so mein Gedanke. Oh, das schaffe ich nicht. Wisst ihr was? Ich möchte dieses Level gar nicht weiter verfolgen, weil ich weiß, das wird mich erstens wahnsinnig machen und zweitens werde ich das irgendwann aufgrund der Schwierigkeit wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Seid mir nicht böse. Aber ich mache jetzt DigiClock DigiClock Easy. Das sieht nämlich interessant aus. Und hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir dieses oder ein anderes Level? Das ist hier, ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, mal angetestet habe. Eventuell nicht auf Kamera, on camera, aber ich erinnere mich grob an das Level. Offenbar muss ich irgendwie alle Schalter hier drücken. Und das Problem ist, die Uhr tickt. Und die Uhr tickt tatsächlich. Das heißt, in 5 Sekunden wechselt das links hier zu einer 3. Und ich kann wohl immer noch drauf stehen. Bei einer 4 könnte das schwieriger werden. 4 hat auch noch einen Mittelbalken. Also das müsste noch funktionieren. Ja. Ich finde das Konzept ziemlich interessant. Weiß aber nicht, ob das jetzt... Ich weiß nicht, ob das Speicherpunkte hat. Und falls nicht,
würde mich das wahrscheinlich wahnsinnig machen. Okay, das hat keine Speicherpunkte. Ganz ehrlich, nicht böse sein, aber das würde mich genauso verrückt machen. Crazy Disco Dance, das haben wir sogar schon mal gemacht. Ventilo, spreche ich das richtig aus? Hoppala, ich wollte nicht zurückgehen. Entschuldigung. Ventilo. Ich will mein Ventilo. Ein weiter. Jawohl, da. Ventilo, Remix. Warum geht er denn zurück? Ich glaube, ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Ich will nicht auf Exit gehen. Ich gehe auf Next Page. Ein paar Mal. Und dann links in die Levelauswahl. Ja, gut. Es funktioniert noch. Perfekt. Ventilo. Remix. Ich weiß nicht, was genau hier geremixed wurde. Ich kenne das Original-Level nämlich nicht. Und das sieht ganz so aus, als müssten wir irgendwas abpassen hier mit dem Robo. Ah, da geht unten die Tür auf. Kapiert. Hier geht das Teil auf. Das sieht nach einer Menge Lüftungsschachtlauf aus. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefallen will. Aber wir gucken einfach mal weiter. Hier können wir wenigstens ein bisschen rennen. Hier kann ich halt nur kriechen. Das ist immer ein bisschen schade. Und dass hier rechts unten ein Laser rumliegt, finde ich noch nicht so hübsch. Ja, den Laser meine ich. Das Teil dreht um. Perfekt. Wir gehen hier durch, springen hier hoch. Ups. Ups. Entschuldigung. Upala. Es war so nicht geplant. Aber wir probieren es nochmal in etwa genauso. Hier, das Ding wieder zu. Wir gehen oben rum. Und einfach auf zum Ausgang. Okay, das war jetzt nicht sonderlich schwer. 2 Sterne. Ganz ehrlich, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das war primär Lüftungsschacht laufen und dann, naja. Und dann nichts mehr. Gucken wir doch mal in Zeldos, keine Ahnung. Die Kamera hat mich entdeckt, das finde ich nicht so schön. Dass die Kamera mich entdeckt, finde ich noch weniger schön. Aber noch scheint es keine Folgen zu haben. Oh, wenn die Kamera mich entdeckt, geht die Tür auf? Oder habe ich da was falsch verstanden? Oder wenn der Robo den Button drückt? Das könnte jetzt schlechtes Timing werden. Ich werde mal abwarten, bis der Robo hier zur Seite geht. Move, Robo. Oh Gott. Wow. Das war jetzt wirklich Glück. Auch, dass das hier funktioniert hat, bin ich gerade sehr verblüfft. Was machen wir hier? Die Kameras sehen uns. Wir drücken mal wild irgendwelche Schalter. Okay, das Level scheint hier einiges zu haben, das ich noch nicht kapiere. Wir haben hier diesen Schalter. Der hält die Robos an. Das ist cool. Also ich kann die Robos anhalten. Ich krieg das Laserding da offenbar nicht deaktiviert. Das ist jetzt weniger cool. Ich kapiere gerade überhaupt nicht. Ich kapiere gerade überhaupt nicht, was ich machen muss. Aber ich möchte einfach mal hier langlaufen, um ehrlich zu sein, und dann nach oben gehen. Und hoffen, dass ich da irgendwelche Türen geöffnet habe. Nein, habe ich... Moment, ganz oben ist was. Sucher, toll. Hilfe! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ich glaube, ich habe das Level nicht ganz verstanden. Okay, probieren wir es nochmal. Die Kamera entdeckt mich. Die Kamera entdeckt mich. Ich komme nach unten. Ich drücke irgendwas. Und irgendwas anderes geht auf. Ich drücke 2 Buttons. Und komme wieder nach oben. Der Robo ist mir ein bisschen im Weg. Das heißt, ich möchte die Robos nochmal ein bisschen weiterlaufen lassen. Oh, jetzt geht er nach oben. Das ist natürlich irgendwie noch cooler. Robos anhalten. Ich möchte hier gerne... Okay. Ich möchte hier gerne nach oben. Genau, da ist nämlich jetzt irgendwie der Weg frei. Offenbar muss ich mich von den Kameras entdecken lassen, damit hier was Sinnvolles passiert. Das ist total irritierend. Warum funktioniert diese Kamera nicht? Und was muss ich hier machen? Muss ich da oben rum weiter? Bisher ist hier alles verschlossen. Ich möchte nicht in den Laser. Nicht unbedingt zumindest. Warum funktioniert die Kamera nicht?
Ich verstehe das Level nicht. Okay, ein Versuch noch. Ganz ehrlich. Ich bin mir sehr unsicher darüber, ob ich dieses Level verstehe. Irgendwelche Türen gehen da auf oder zu. Das ist ja schon mal ganz hilfreich. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch gedrückt habe. Ich glaube nicht, dass es mir weiterhilft. Warum funktioniert diese Kamera nicht? Und warum aktiviere ich hier nur einen Laser, der mich tötet? Und wie komme ich zu diesem Portal? Fragen über Fragen. Seeker, weißt du die Antwort? Was bist du denn überhaupt? Du greifst mich nicht mal an. Du bist sehr irritierend. Ich komme hier nicht mehr hoch. Komme ich hier nochmal rüber? Ich komme hier auch nicht mehr rüber. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich glaube, dieses Level ist für mich gelaufen. Und damit auch dieses Video. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr konfusionierendes Level. Vielleicht gibt es davon in Zukunft ein bisschen weniger. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Stealth Bastard. Bis dann!